Hallo da draußen, mein Name ist Kergo und ich bin heute zu Gast beim guten Ismo, der hier neben mir steht. Hallo. Und beim Wocke, der da hinten noch ankommen muss. Der hat sich ein bisschen verspätet. Wir machen derweil hier schon mal so ein bisschen Strandparty. Hier mit Blick übers Meer, ist ganz schön. Macht immer. Also wir haben Zeit, uns geht's gut hier. Jo. Ich würde es auch noch ein bisschen, ich lege mir gleich ein Ei auf den Kummer, das wird dann durch. Ich komme langsam aber stetig. Ich mache einfach mal gerade die Karte auf. So. Kann man jetzt so rein isoliert auch stehen lassen, den Satz. Ja, genau. Ich komme langsam aber stetig. Ja. So. Bin da, Benno. Alle. Es sind einfach alle da. Alle sind da. Nein. So, gut, dann kann ich ja einscheren. Motor abgewürgt. Aha. Das ist nicht witzig. Doch. Nein. Definitiv. Oh, ist aber eine tiefe Suppe hier, du. Yay. Juhu. Yay. Blub. Aber hey, dafür ist mein Motor schön sauber. Jetzt wieder yay und jetzt wieder blub. Yay, blub. Das ist wirklich hier im Blub. So. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Holz oder Stammausgabe? Stammausgabe, richtig, ne? Genau. Ja. Ist doch hier. Und sobald wir da sind, würde ich sagen, fährt der Hauptdarsteller gerade hinter mir her. Der hat nämlich die Kralle mit dabei. So? Oh, ich bin da. Einfach mal eine kleine Abkürzung genommen. So, Differentialsperre an, dass wir hier auch ordentlich hochkommen. Ich glaube, ich verstehe, welche Abkürzung. Ja, einfach mal durch die Bäume durch. Nee, warte, nicht mit dem Anhänger. Doch, warum nicht? Differentialsperre. Weil ich da 100 pro hängen bleibe, darum. Ich habe kein Glück mit solchen Wegen, habe ich nie gehabt. Dann muss man das Glück herausfordern. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Jo. So schaut das aus, sagte er und blieb in den Bäumen hängen. Nö, ich bin durch. Ja, nee. Ach so. Ich meine, 47 Schaden, Motor abgewürgt, herzlichen Glückwunsch, Wocke. Jo. Alles richtig gemacht. Läuft bei dir. Läuft. Steil nach vorne. Dann ist er vielleicht doch gar nicht so verkehrt, dass ich hier als Servicefahrzeug mitgekommen bin. Ja, alles gut. Ich muss mal eben wenden, ich komme gleich wieder. Ja klar, die drei Punkte, die sind nicht weiter tragisch. Ja. So, was ist jetzt hier? Hier muss ich jetzt Stämme... Nimmt er mir eiskalt die Vorfahrt, ey. Welche Vorfahrt? 47 Schaden hoch im Stammausgabe. Holz spawnen. Erzeugen. Was könnt ihr laden? Mittlere oder kurze Stämme? Kann mittel, glaube ich. Achso, hast du nicht die langen mitnehmen wollen? Weiß ich gar nicht. Ich habe hier den Anhänger und das Ding. Stimmt, das ist der Anhänger für Mittleres. Dann kriegen wir nur 6 Punkte zusammen. Weil was anderes konnte ich ja, glaube ich, gar nicht mitnehmen. War das dann jetzt doch nicht so glücklich mit deinem Tankanhänger? In der Tat, macht aber nichts. Wir lassen einfach hier stehen. Also ich kann ja auch noch ein bisschen Holz transportieren, glaube ich, ne? Ja, 2 Punkte und ist nur mit mittlerem Holz 4. Dann haben wir damit 6. Kommen wir aber nicht ganz auf 8. Das heißt. Das ist ja nicht schlimm. Dann fahren wir halt nochmal. Was soll der Geiz? Ja, dann hol doch mal einfach mal. Ja, ich wollte meinen 4320 holen und der kann dann auch was laden. Fuchs weg ist er. Ja, dann probiere ich in der Zeit hier mal Holz. Also erzeugen. Mittlere Stängel. Mittlere Stängel. Ach, der macht immer nur einen? Ja, und jetzt musst du den auf meinen Anhänger drauf klatschen. Na super. Na, wenn das so ist. Und Sie sind der Förster, dann stellen wir es gleich wieder auf. Dann mache ich doch mal erstmal hier den LKW in Posi. Nicht hier, das ist ein Stoß. Stehe ich eigentlich so gut hier für dich oder soll ich ein bisschen vorfahren? Du kannst gleich direkt neben mich fahren einfach. Stehe ich ja, mache ich ja schon so. Also. Uah. Jetzt aber nicht umfallen hier, Kergel. War kurz davor. So. Kamera. Nein. Doch. So.
Das sieht ja schon lustig aus, gefahren und habe vergessen, dass da ein Hänger ist. So. Warte mal, das ist doch auch Schluss. Ich brauche doch eigentlich nur einmal Kurzholz. Jetzt habe ich hier die Krananlage für Mittleres. Weil dafür gehe ich jetzt auch nicht mehr um. Stützen ausfahren. So viel können wir immer hinbringen, nur zu wenig ausfahren. Verschluss. Stützen ausrichten. Das ist mal ein Satz mit X. Das sah so gut aus. Wie irgendwelche Stretch-Übungen. Kurzholz. Gut, dann geht das nämlich runter. Zack. So. Etwas blockiert den Bereich. LOL! Warum jetzt Kurzholz, Wackel? Was? Warum denn jetzt Kurzholz? Ja, ich kann, es ist, Warte mal, ich, ja. Richte du dich erstmal aus, danach stelle ich mich einfach daneben. Doch, wenn du soweit bist. Jo. Bist du soweit? Nein. Muss das nochmal probieren? Wie wär's, wenn du die Stützen erstmal wieder einfährst? Ja, komplett? Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Okay. Na gut. Dann. Weil ich glaube, du kommst hier nicht rüber zu mir, oder? Du müsstest. Was die Stützen da machen, nennt man, glaube ich, Power Stance. Ja, ja. Es sieht lustig aus, ich weiß. Ja, nu, es geht aber nicht anders. So. Dann Gamepad in die Hand. Kran. Krangreifer. Genau. Zack. Hast du jetzt mittleres Holz? Ja. Gut. Kran greifen. Nein. Dreh dich. Wo ist drehen? Nein. Nein. Da ist drehen. So, und Kran greifen. Schlong. Cool. Eigentlich ist das so ein Schluss. Ich mach's mal gerade noch anders. Ihr braucht ja eh noch ein bisschen, um euch zu beladen. Ja. Dann fahre ich jetzt doch nochmal runter. Hm? Und komm mit einer Ladefläche für zweimal Holz. Dann habe ich ein bisschen Repair Points, ein bisschen Sprit und zweimal Holz. Gut. Und den Anhänger lasse ich hier, da ist ja schon Sprit drin. Wäre doof, wenn ich ihn jetzt verschwende. So. Machst du aber schön. Möglicherweise gerade um die Ecke. Ja, sieht gut aus. Nee. Nee, es muss tatsächlich irgendwo eine grüne Lampe leuchten. Naja, es muss ein bisschen weiter nach hinten, es muss gerade aufliegen. Ja, genau. Grüne Lampe? Ja, irgendwo an hinten an, auf meiner Ladefläche müsste dann eigentlich ein grüner Punkt erscheinen. Wenn das der Fall ist, dann kannst du das Holz ablegen. Aha. Daran kann ich mich erinnern, dass das so mal war. Ein grüner Punkt? Ja, den Punkt siehst aber nur du, wenn du im erweiterten Modus bist. Ach so, ja gut. Und auch nur, wenn das Holz dir gehört. Das heißt, es muss gleich erstmal claimen. Ah, okay. So, aber das ist in Ordnung, so glaube ich. Nee, ja, doch, weiß ich nicht. Ich denke schon. Wir werden sehen. So, mittellanger Stamm. Noch einer. Gott, ist das umständlich. Ich find's ganz lustig eigentlich. Aber das ist witzig, ja, ja. Also, ja. Cool. Ja, mir macht das auch mal Spaß. Verkehrt. Nein, 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 nein. Alter, lass es los. Ach so, ich steuere die ganze Zeit den falschen Arm. Oh. So. Verdammt. Es mal knirscht und knackt beim Schalten. Wie fies. Hoch damit.
Da rum. Nein. So, so. Ja, so fliegt das. Nein. Hoch. So, so. Alter. Geh runter. Genau. Du sollst so. Und du jetzt. Na, geh. Das. So. Wocke, sag uns, was du gerade denkst. Schön. Komm's. Glock. So. Wie viele kannst du da drauflegen? Ich glaube, drei Weiß? Braucht ihr bei Mittel. Ja, drei musst du drauflegen. Die müssen dann auch wirklich perfekt liegen. Okay. Und dann müsste ich eigentlich angezeigt bekommen, dass ich eine Ladung haben kann. Irgendwie so. Ich glaube, bei Langholz musst du vier Stämme draufladen. Bei Mittel drei und bei Kurz zwei, glaube ich. So war das. So meine ich mich zu erinnern. Okay. Ja, Langholz 2, Mittel 3 und Kurzholz wird immer doppelt ausgegeben, sodass du auch nur zweimal verschieben musst. Hm. Gott, das sieht doch schon fast gut aus, Focke. Die liegen jetzt fast, schön. Ne? Ja. Bock. Aber irgendwie. Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Wo muss jetzt noch mehr drauf? Ich weiß nicht, ich habe noch keine Aktion. Habt ihr schon das Holz weitergegeben? Wie weit? Das Holz kann immer nur einer gleichzeitig beeinflussen. Hä? Also die Stämme, die bei Wocke. Du hast sie ja gerade gespawnt und bei dir sehen die einfach aus wie Holz. Ja. Und bei Ismo sind da so Geister drin, gell? Ach so, jetzt! Ismo, bitte das. Die Ladung im Besitz übertragen. Ah. Genau, genau. Ah, ja, guck. Sehr geil. Breit zum Beladen. Boots! Ja, top. Ah, cool. Jetzt geht das. Okay, der nächste bitte. Oh, Handbremse ist noch an. Das würde ich dir jetzt gerade erstmal rausfahren lassen. Dann kann ich aber nur Kurzholz laden bei mir selber, ne? Ja. Genau, und ich habe jetzt auch einen Kurzholzanhänger mitgebracht, dann kommen wir hin. Gut, dann belade ich mich schon mal. Wo gräbt? Hast du die Sperre an? Was? Wäre ich? Ja, ja. Nee. Warte, ich sehe nichts. Eben die Kamera wieder wechseln hier, bevor ich weiter Gas gehe. Wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich, während du da durchfährst, auf meinen anderen Typ C wechseln. Ja, 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 ja. Und darauf hoffen, dass es ein bisschen buggt. Nee, das wollen wir nicht. So, das ist ja spannend. So. Erzeugen Kurzholz. Ich stehe. Das ist cool, also das wusste ich noch nicht, dass ich die Ladung annehmen muss. Das ist interessant. Mal gucken, dass ich um deine Stützfüßchen rumkomme. Stützfüßchen, das sieht so geil so aus, Focke, das sieht so geil aus. Ja, mein LKW macht Spagat. Ja, ja, das macht er. Also, so wie du die Ladung da drauf verlegst, würde ich das, glaube ich, in Real Life bedenklich finden. Warum? Also, ich würde da ungern drunter stehen dann. Trust me, I'm an engineer. Ja, ja. Wie du die Ladung da gerade drauf schiebst, ich glaube, so als Stück Holz würde mir langsam schlecht. Ich glaube, ich habe auch einfach einen total beschissenen Sichtpunkt gerade. Ich kann ja, auch den Sichtpunkt auf den Sitz von dem Kran wechseln, ne? Jetzt frage ich mich aber nicht, wie.
Hatte ich doch gerade, warte mal. So, die liegen jetzt noch ein bisschen ungünstig. Ja, jetzt sitze ich doch im Kran drin hier. Alles klar. Nougat hat auch. So, Kurzholz erzeugen. Zack. Ich fange schon mal an. Ja. Und der zweite. Oh, die liegt gar nicht schlecht. Ja. Ich glaube, die liegen super soweit. Ganz langen Arm rüber geschwenkt. Vorsicht, heiß und fettig. Ja. Oh. Es sieht echt so geil aus. Alter, was ist denn? So ist hoch. Alles klar. Ja, runter ist hoch und rot ist blau. Und nachts ist kälter als draußen. Genau. Sieht aus, als könnte es gehen. Ja. Ja. Und der Moment der Wahrheit. Position your truck properly. Okay, dann muss ich an der Stelle jetzt, obwohl der Anhänger eigentlich nicht mit der Maschine vorne in Verbindung steht, muss ich trotzdem jetzt hier so ein bisschen rumrangieren. Das kommt leider schon mal vor in dem Spiel. Ah. Da hatte ich ja wohl Glück, dass das bei mir an Jörg funktioniert hat. Mhm. Muss ich jetzt doch mit dem Zug hier rückwärts raus, oder was? Bitte sag, dass es so ausreicht. Ich bin hinten schon ein paar Stützen dran. Yes! Ich wollte gerade sagen, du schiebst mich, glaube ich, hier gerade ein bisschen rum. Ich werde von euch immer nur rumgeschubst. Ja, so ist das Leben, Wocke. Ja. Lebt damit. Genau. Was macht hier mein Holz? Bocke, du sollst es auf deine Ladung legen. Nicht auf dein Führerhaus. Was macht denn die Kamera jetzt? Warum? Wo will die Kamera hin? Hallo? LKW hungrig, LKW Holz essen. Was stimmt denn da jetzt gerade nicht? Kamera? Wo willst du hin? Jetzt passiert wieder was. Was ist denn jetzt für Quatsch? Schön. Einfach nur schön. Vier Stück brauche ich, ne? Vier Stämme. Genau, ja. Und nu? Wenn die vier drauf sind und alle mit grünen Punkten? Dann musst du auf einen der Punkte klicken. Genau. Aha. Dann steht er bereit zum Beladen. Yeah. Geiler Schatz. Klatsch. So, jetzt muss ich tanken. Sprit habe ich hier. Ja, noch nicht. Hälfte habe ich. Ja, wenn du mir eine Sekunde gerade zum Rangieren gibst, der Anhänger, der hat noch Sprit und den lasse ich eh hier stehen dann. Okay. Weil ich habe jetzt einen anderen Anhänger mit dem Holz. Ja, ja. So, das geht schon mal. Und hier drauf habe ich jetzt 400 Liter. So. Cool, danke schön. Ich könnte auch noch ein bisschen Sprit gebrauchen. Stehe aber hier unten. Das da hinten müsstest du sein. Genau, das hier vorne ist mein LKW. Dann wäre das da so. So. Achtung, ich komme. Warum ich den Rest jetzt nicht in meinen anderen LKW reinkippen kann, ist mir ein Rätsel. Ich fahre mal ein Stückchen zurück. Oh, Wocke. Oh. Alles cool. Jetzt geht's. So, ja, ey, was machst du da? Nein, 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 nicht umfallen. Leute? Nicht umfallen, nicht umfallen, Das sah nach sehr gefährlich aus. Das sah nach mehr Platz aus. Ja, ja, das sagen sie alle. Dann wird's ja stimmen. Jetzt geht's.
ganz vorsichtig hier rum. So, wo müssen wir denn gleich hin? Einmal Karte gucken. Ja, rechts und da unten wieder rechts. Ist jetzt alles schön aufgedeckt, das ist ja der Weg. Und der fährt sich eigentlich ganz schön. Gut. Es ist ja schon wieder dunkel. Ich würde sagen, Kerge fährt vor. Ja. Okay. Macht er. Kerge kennt den Weg, Kerge fährt vor. Ja. Magst du mich nochmal betanken hier? Hey, hallo, bleib mal stehen, Kerge. Nicht wegfahren. So, hab ich das nicht eben? Doch, ja, hab ich gar nicht gesehen. Entschuldigung, okay, hab nichts gesagt. Weil ich hatte extra auf den anderen Truck gewechselt mit dem Hänger, den ich vorher dran hatte, weil da ja noch Sprit drin war. Das heißt, die Zisterne, die ich jetzt mit mir rumschleppe, die ist noch voll. Cool. Oh. So, Allrad aus, Automatik, gib ihm. Das heißt, wir fahren jetzt bis unten in die Kurve und dann biegen wir rechts ab auf den ausgefahrenen Pfad. Du biegst so ungefähr jetzt rechts ab. Ach so. Ja, dann bieg mal. Ich dreh dann nochmal. Machen wir mal wieder ganz kurz die Karte auf zwischendurch. So. Ja, es müsste ungefähr hier sein. Ja. Das kommt hin. Jetzt eine etwas unorthodoxe Anfahrschneise, aber das ist der Weg. Gut. Und ich versumpfe. Warum? 1 plus und Allrad aus. Oh. So, jetzt geht's weiter. Blöde Idee. Holz ist noch drauf, sollte man ja ab und an mal gucken. So, ja, bei mir ist noch drauf. Zack, alles an und raus da aus der Mucke. So ist artig. So, Differentialsperre an. Allrad an. Erster Gang an. Gut. Ich sehe Ismus Holzhintern. Ja, Ismus Holzhintern hängt fest. Nee. Steckt fest. Soll ich die rückwärts rausziehen? Mach mal. Warte, dann drehe ich eben. Ach nee, brauche ich auch nicht. Mit dem Gliederzug jetzt bis dahin. Gut, dass wir zu dritt sind. Geht schon? Jojo. So. Kann man ja, das sehen? Ismus weg. Okay, nee, funktioniert doch nicht. Funktioniert doch nicht. Dann machen wir mal eben fortgeschritten. Zack. Eine Winde. Windenpunkt. Und da. So. Das ist ein bisschen Spurrillen sind, die vereinfachen mir die Sache gerade. Läuft. Bin draußen. Ja, warte, ich ziehe den Anhänger hinten gerade. So. Jo. Danke, Revell. Jo, bitteschön. Wie weit willst du dich noch ziehen? Auf. Ich zieh dich jetzt bis ans Ende der Welt. Ja, ich merk das. So, rückwärts. Mal weit ausholen und in den Sumpf. Mit einer wuchtigen Ausholbewegung frontal in den Sumpf fahren. Klatsch. So. U-Turn mal anders. Jetzt fahre ich zwischen den Rillen. Hui. Das war knapp. Und rein da. Rein ins Gemüse. Oh. Vielleicht sollte ich vorher den Gang wechseln. Einmal die Ansicht wechseln. Und aus dem Automatik raus in den ersten. Zack, Differenzialsperre aus, Allrad an und rein da ins Gemüse. Und immer dran denken, er steht für Rallye. Er ist der Rallye-Gang, genau. Zeitsperre an, Berg hoch. Sehr schön. Mocke, 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 Mocke. Mocke, 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 Mocke. Nein, Mocke. Zack, 1 plus. Jawohl, läuft. Ich komme. Okay. Ein. Ismo, was stehst du da rum? Jo. jo. Oh. Vielleicht schwer mit so viel Holz, ne? Ist das so? Ja. Verstehe ich gar nicht. Fahr ruhig weiter, Gerge, ich komm schon. Ja. Ich wollte noch gerade gucken, ob verschaltet oder versummt.
Soll ich die schieben? Nein. Könnte ich aber. Ich weiß. Bin wenige Zentimeter hinter dir. Ja. So, und hier in der Kurve ist uns schon mal jemand umgekippt. Oha. Da ein bisschen vorsichtig. Ja, die Kurve sieht auch ein bisschen so aus. Uiuiui. Oh. Oh. Wie peinlich. Hä? Was? Warum habe ich einen Sperr? Warum? Hä? Warum hast du ein was? Ich habe das gerade kurz nicht verstanden. Was hast du nicht verstanden? Ich hatte ein Schlusssymbol mitten im Bildschirm. Ja, das ist das Sperrdifferenzial. Achso. Beim Weg runterrollen wahrscheinlich, ne? Womöglich. Kerger hat 2 Zielpunkte. Genau. Ich gebe das Ziel jetzt frei. So, und rum. Rum da, rum da, rum da, rum da, rum da. Jawohl. Ist mir vorher 4 Zielpunkte abgeliefert. Und ein Achievement unlocked. Und ein Achievement unlocked. Ich finde ja auch die Musik immer total geil, wenn das... Ja, total ausrasten. Ja, das war mega ausrasten. So. Achso. Und? Ladepunkte. Zack, 2 Ladungspunkte, Auftrag abgeschlossen. Schön. So weit, so schön. Jetzt könnten wir noch das nächste Ziel und die restlichen Verdeckungen machen. Dafür gibt es natürlich auch noch einen Erfolg. Cool. Und wie das aussieht, liebe Zuschauer, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Ismo, Kerge und Wocke spielen Spin Tires. Jo. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.